Helfesbereitschaft im Islam. Alles Lobgebot Allah, dem Herrn der Welten, der in seinem ehrwürdigen Koran sagt, O, die ihr glaubet, verbeuget euch, verwehrt euch nieder und dient eurem Herrn und tut das Gute, auf das es euch wohl ergehen möge. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah, dem einen ohne Teilhaber gibt und dass unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein anbetender Diener und Gesandter ist. Allah Segen und Friede seien auf ihm und auf alle seinen Angehörigen, seinen Gefährten und denen, die ihnen bis zum jüngsten Tag aufrichtig folgen. Es geht heute um das Thema die Helfesbereitschaft im Islam. Liebe Schwestern und Brüder, zu den Zielen unserer Religion gehören soziale Gleichheit und Gerechtigkeit. Im Islam ist die Hilfe eine der wichtigsten Tugenden. Weil Allah den Menschen hilft, sollen sie sich auch untereinander helfen. Ja, sie sollen sich auch untereinander helfen, die Hoffnung auf und der Dank für Gottes Hilfe in der Not sind wissentliche Themen des Korans und der Sunna. Immer wieder ruft der Koran dazu auf, Bedürftigen zu helfen. Im Folgenden nennen wir Beispiel, was immer ihr auch ausgibt, so werdet ihr es euch ersetzen und ihr ist der Beste der Versorger. Das heißt, schenkt Allah, der Erhabene, seinen Dienerin, die für wohltätige Zwecke ausgeben, seinen Segen und vermehrt ihre Reichtum. Er macht die wohltätige Gabe zu einem Mittel, um die Versorgung zu erhöhen. Die Praxis des Islam spricht uns als eine Zelle, ja, als eine Zelle und als auch Mitglieder eines Kollektivs an. Der Islam ist die Verhalten und Aktion in der Sura Luqman, werde insbesondere die Etablierung von Gebet und die Zakat als eine gemeinsame Verantwortung der Muslime hervorgehoben, die das Gebet verrichten und die Abgabe entrichtet, ja, und die Abgabe auch entrichten und die sie vom Jenseits überzeugt sind. Liebe Geschwister, wir alle sind eingeladen, Armen, Bedürftigen, Notleidenden und Weisen weltweit zu helfen und sie zu unterstützen, denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wer einem Gläubigen eine Sorge von den Sorgen dieser Welt nimmt, dem wird Allah eine Sorge von den Sorgen des Tages des Gerichtes nehmen. Wohltätigkeit ändert eine Gesellschaft zum Positiven, ja, sie erhält eine Gesellschaft soziale Zusammenhalt. In diesem Sinne sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die wohltätigen Taten schützen vor dem schlechten Ausgang. Das geheim Almosenlicht der Zuren des Herrn. Alles durch Gebot Allah. Und Friede sei auf seinem letzten Gesandten Muhammad und seinen edlen Gefährten. Verehrte Brüder, Allah fordert zu Gerechtigkeit, zu gutem Verhalten und zur aufrichtigen Erhaltung der verwandtschaftlichen Beziehungen. Der Muslim fühlt sich durch den Glauben an einen liebenden, barmherzigen Gott dazu bewegt, gleichermaßen liebevoll und barmherzig mit seinen Mitmenschen umzugehen. Unter dieser Meinung oder Auffassung lesen wir in Sura 2.177, nicht darin besteht die Gute, dass ihr eure Gesichter gegen Osten oder Westen wendet. Gute ist vielmehr, dass man vom Besitzet, obwohl man ihn liebt, der Verwandtschaft, den Weisen, den Armen, dem Sohn des Weges, den Bettlern und für den Lustkauf von Sklaven hergibt. Das Gebet
verrichtet und die Abgabe entrichtet. Und am Ende möge Allah unsere Geschwistern helfen und uns alle beschützen. Und am Ende Amin. Das war's.